habe eben gesagt, in diesem Land kann jeder tun, was er möchte. Und deswegen möchte ich nicht gleich die Frage beantworten, nur einmal feststellen, dass es hier sehr, sehr nett ist, dass wir eine tolle Atmosphäre haben. Und dies ist jetzt meine Runde. Sehr zum Wohl. Prost. Wir haben ja alle was im Glas hier. Prost. Ich habe Ihnen nicht zu viel. Und was Manfred von Richthofen gesagt hat, auf der anderen Seite aber ist es so, dass man möglicherweise wirklich den Radamateuren wie allen anderen Sportlern nahebringen muss, ein bisschen mehr zu reflektieren und damit also Wirtschafter dazu einzuladen, für sie in irgendeiner Form einzutreten. Ja, es kommt praktisch alles mit rein, was bis jetzt gesagt wurde. Aber der Radsport ist auch vielleicht besonders in Berlin wirklich die Sportart, die es auch insgesamt sehr, sehr schwer hat. Einmal ist es eine Sportart, die unheimlich viel Kosten verursacht, schon beim Start für den jungen Menschen, wo ich immer sage, wo Ausbildung und Beruf erstmal die Nummer eins ist und dann daneben den relativ teuren Radsport mit den teuren Maschinen heute, die mehrere tausend Mark kosten. Dann kommt hinzu, dass wir von der Berliner Sicht aus es sehr schwer haben. Früher hatten wir in Berlin und um Berlin rund allwöchentlich große Straßenrennen, so über 200 Kilometer, eine Voraussetzung eigentlich für den Straßenfahrer, um weiterzuwachsen. Heute müssen unsere Fahrer fast jedes Wochenende in die Bundesrepublik fahren. Das sind wieder weitere Kosten und wir haben eigentlich nur wenig Mittel dafür. Wir haben noch das Pech dazu, dass unsere Grünbandrennen vom Bund Deutscher Radfahrer leider nicht als Bundesliga gewertet werden. Und hier in Berlin bekommen ja die Vereine, die in der Bundesliga sind, Zuschüsse. Und so hängen wir da leider auch etwas durch. Auf der anderen Seite darf ich ganz herzlichen Dank auch hier gerade an diesem Tag sagen, weil ich viele Freunde und Geschäftsfreunde sehe, die den Radsport in Berlin wirklich sehr unterstützen. Wie hier die Engelhardt Brauerei, alle Brauereien, Getränke für mich, Coca-Cola, ich sehe Hein Detlef Ewald. Und viele andere Autofirmen, ohne die würde es gar nicht gehen, weil die Veranstaltungen, vieler Veranstaltungen, die wir einfach brauchen, sonst hätten die Rennfahrer in Berlin zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich denke an die Vier-Etappenfahrt und die anderen Dinge. Und da haben wir diese Helfer, aber wir müssten eigentlich noch viel mehr Helfer haben. Wobei ich immer sage, dass wirklich hier von der Staatsseite, wie Willi Holdorf es gerade sagt, der Berliner Senat meiner Auffassung nach wirklich sehr viel für den Berliner Sport tut und wir dort alle Unterstützung haben, aber es hat einfach irgendwo Grenzen. Und dann kommt eben der andere Sprung wiederum, was auch eben schon gesagt wurde, der Spitzenamateur wird wirklich teilweise so unterstützt, dass er zum Beispiel, der im Radsport die Möglichkeit hätte, Profi zu werden, nicht Profi wird, weil es ihm da schon wieder viel zu schwer erscheint, diese Hürde da zu überwinden, die ihm möglicherweise die gleichen Einkünfte bringt, die er jetzt als Spitzenamateur hat. Und dies alles ergibt also tatsächlich große Schwierigkeiten. Und ich weiß, der Bund Deutscher Radfahrer, der jetzt in letzter Zeit die Dresdner Bank dazu hatte, um die grünen Bandrennen zu finanzieren. Und die sind ganz besonders wichtig, weil man sich daraus verspricht, dass die Rennen so schwer sind, dass damit auch international der Anschluss geschafft wird, was trotzdem nicht ganz leicht ist. Und dieser Sponsor geht jetzt weg und es ist gar nicht ganz leicht, dann in der Wirtschaft neue Leute zu suchen. Und wenn ich an meine eigene Firma denke, an die Firma Esso, dann weiß ich, dass die sehr, sehr viele Dinge tun. Aber im Sportbereich zum Beispiel ist es ganz schwierig, sie anzusprechen. Sie gehen da nicht ran. Und da würde ich mir wünschen, aus Berliner Sicht vor allen Dingen, dass viele, viele Wirtschaftsunternehmen, die die Kunst hervorragend und sehr, sehr großzügig unterstützen, daran denken würden, dass der Sport wirklich heute eine besondere Bedeutung hat und somit aber auch in dieser Stadt ganz besonders eine besondere Förderung braucht und dass sie, ich sage mal, vielleicht ein Drittel dieser Mittel, die Sie der Kunst zur Verfügung stellen würden, dem Sport zur Verfügung stellen würden. Dann würde uns schon sehr, sehr geholfen sein. Ihre Worte, Otto Ziege, in die richtigen Ohren. Das wäre eigentlich schon fast der Sinn dieses Gesprächs. Wir werden auf die Berlin-spezifischen Probleme gleich noch ein bisschen eingehender zu sprechen kommen. Max Lorenz, aber mir scheint, der Otto Ziege hat wirklich etwas gesagt, was wesentlich und was ganz wichtig ist. Und zwar, dass der kleine Sportler, das heißt der Amateursportler, der in seinem Verein seiner Sportart nachgeht, der im Grunde genommen doch auch keine Chance hat, von seinem kleinen Verein, und Sie kennen eine Menge kleiner Vereine, so in das Licht der Öffentlichkeit gestellt zu werden, wie das notwendig wäre. Ich sage es mal andersrum, aus Beiträgen ist beispielsweise in einem Fußballverein doch eigentlich das, was geschieht, gar nicht mehr zu finanzieren. Und wenn Amateure heute teilweise gar nicht mehr den Anreiz verspüren, Profis zu werden, weil sie auch als Amateure gutes Geld verdienen, dann muss das ja irgendwo herkommen. Und da ist die Wirtschaft doch auch als Sponsor des kleinen Vereins immer wieder gefragt. Ja, richtig. Ich habe eben gesagt, hier kann, in diesem Land kann jeder tun, was er möchte.
Und deswegen möchte ich nicht gleich die Frage beantworten, nur einmal feststellen, dass es hier sehr, sehr nett ist, dass wir eine tolle Atmosphäre haben. Und dies ist jetzt meine Runde. Sehr zum Wohl. Prost. Wir haben ja alle was im Glas hier. Prost. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, meine Damen und Herren. So aber ist der Maxl, aber er wird uns jetzt auch was Ernsthaftes sagen. Das ist zu schade, wenn es absteht. Ja, will ich gerne beantworten. Wenn ich vielleicht von mir erzählen darf, der ich als junger Mann natürlich auch in einem ganz kleinen Bremer Verein, Vorortverein, angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich habe sogar mehr Fußball gespielt, als ich zur Schule gegangen bin, denn das waren nur 7,5 Jahre, dann muss ich nur eins hinterher machen, nachher wurden es 8,5 Jahre. Aber es hat dennoch was gebracht, denn ich war, glaube ich, ein ganz guter Fußballer und die Werderaner haben mich dann gesehen, haben mich verpflichtet. Use Vater, die ein Plattdütschen ist, die wollte das gar nicht, die sagt, du bist hier. Und dann habe ich gesagt, Mensch Vater, lass mich doch da hingehen, das ist vielleicht ganz gut. Ich bin also zu Werder Bremen gegangen. Hab dann festgestellt, wenn man irgendwann von einem ganz kleinen Verein in einen großen, bekannten Verein hineingeht und dann auch eine, glaube ich, ganz gute Rolle spielt, dass einem im Leben doch plötzlich sehr viele Türen offen stehen. Und das hat mir, wenn wir Sport und Wirtschaft sagen, bis zu meinem heutigen Tage, das habe ich irgendwann erkannt. Ich habe nicht studiert wie hier die Herren, aber das habe ich irgendwann erkannt. Ich habe gedacht, Mensch, da musst du eigentlich dranbleiben, da ist irgendwo was drin. Dann wurde ich also ganz guter Fußballer, wir sind mal ein bisschen Meister geworden, zweimal Meister mit Werder Bremen und ich wurde auch Nationalspieler. Und dann hatte ich wieder ein bisschen Glück, da habe ich unseren Seniorchef leider schon verstorbenen Seniorchef Adi Daster kennengelernt, gesagt, Max, was machst du eigentlich? Ich sage, ja, ich spiele Fußball und mache bei Jakobs Kaffee so ein bisschen. Da sagt er, du wärst vielleicht mal unser Mann. Ja, und das bin ich dann geworden und dann habe ich für diese Firma durch den Sport, ich muss das nochmal sagen, und offene Türen, habe ich dann, glaube ich, eine ganz gute Karriere. Denken Sie nicht, ich will ein bisschen angeben, aber das hat mir bis heute sehr viel gebracht, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe also jeden Tag oder täglich bei meinen geschäftlichen Gesprächen doch mit Sportlern es zu tun. Es ist eine fantastische Sache, wenn man Sport und Wirtschaft miteinander verbinden kann. Ich meine nur, man muss es irgendwo erkennen und das habe ich getan. Jetzt habe ich die Frage aber noch nicht beantwortet. Kleine Vereine, wir sind zum Beispiel, werden immer wieder angesprochen, wir, die wir Adidas vertreten, Menscheskind, den Großen wird immer geholfen, die kriegen alles hinten rein und wir müssen uns alles kaufen. Aber das wissen Sie, meine Damen und Herren, sicherlich auch, das ist das Leben, das ist die Richtung. Wir können nicht nur vom Verschenken leben. Wir müssen, wie jedes andere Unternehmen auch, eine Werbung betreiben. Und die machen wir mit den Hochleistungssportlern. Das hat der Firma Adidas viele, viele Jahre einen großen Erfolg gebracht und war sicherlich eine super Werbung und auch am Ende eine viel preiswertere Werbung, als wenn man jetzt immer in die Medien hineingeht oder mit Zeitungsinserationen und so weiter. Das ist also die erste Liga, die zweite Liga, die dritte Liga. Und dann kommen die vierten Liga, die vierten Ligen, die fünften und die sechsten Ligen und die haben es doch sehr, sehr schwer, das wissen wir. Aber wir alle sind aufgerufen, auch hier Brücken zu bauen, Hilfestellungen zu geben, den Leuten vielleicht das eine oder andere zu ebnen, dass sie auch mal an eine vernünftige Ausrüstung kommen oder eine ganz Reisekostenerstattung. Denn wenn ich mir jetzt gerade, fällt mir gerade ein, dass im Norden seit 8 Tagen eine Jugend-Oberliga gibt und diese Oberligamannschaften, das sind Kleinstvereine. Und diese Kleinstvereine müssen plötzlich aus ihrer Heimat raus. Sie müssen meinetwegen von Bremen nach Braunschweig, nach Flensburg, sie müssen nach Göttingen, nach Wilhelmshaven und überall hin. Das kostet den Verein, die überhaupt kein Geld haben, nach Meppen zum Beispiel, das ist schon eine richtige Weltreise, sie haben keine Mittel. Und die Leute, die erst einmal dorthin gekommen sind, so leistungsstark sind, dass sie in dieser Mannschaft sind, und die brauchen Hilfestellung. Und das ist es wichtig, dass wir diesen, wenn ich jetzt mal beim Fußball bleiben darf, dass wir diesen Verein, diesen Mannschaften, die ja durch Leistung das geschafft haben, Hilfestellung geben. Das ist meine Meinung. Schönen Dank, Max Lorenz, für diese wichtigen und auch launigen Ausführungen, wenn ich das mal so sagen darf. Herr von Richthofen, ich würde ganz gerne dieses Gespräch, wir sind ja in Berlin, denn Charlottenburg ist und bleibt wohl Berlin und das ist auch richtig, wenn wir das alles auf die Berliner Ebene ein bisschen praktizieren wollen. Berlin und Sport und Wirtschaft, das ist viel diffiziler, als das beispielsweise im norddeutschen, im süddeutschen, im westdeutschen Raum ist. Ich sag's mal so, das große Kriterium hier sind Firmen, die eigentlich in Berlin nur Niederlassungen haben. Die Ableger der eigentlichen Unternehmung im Bundesgebiet sind. Und wenn ich also mal
beispielsweise Daimler Benz oder BMW oder wer immer es sein mag, nehme, dann sitzt das Stammhaus in Stuttgart oder in München. Und wenn überhaupt Werbung betrieben wird, nehmen wir mal an, mit einer Profifußballmannschaft, mit einer Basketballmannschaft, mit einer Handballmannschaft oder einem Eishockeyteam, dann tut man das natürlich vor Ort, das heißt in München oder in Stuttgart, aber nicht in Berlin. Mit anderen Worten, ist das ganz große Problem des Berliner Sports in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, dass die Stammhäuser der in Berlin ansässigen Firmen eigentlich das Sagen haben, selbstverständlich, und nicht in Berlin anwesend sind? Das ist richtig, das ist das Hauptproblem hier in Berlin. Und damit unterscheiden wir uns ganz wesentlich von so gut wie allen anderen Bundesländern. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen, was ich schon öfter bei Podiumsgesprächen gesagt habe. Wir haben versucht, einen begabten Boxer zu vermitteln an eine bekannte Berliner Firma, dergestalt, dass er dort einen Arbeitsplatz bekommt und dass dieser Arbeitsplatz nicht nur erhalten wird zur Zeit seiner aktiven Tätigkeit, sondern auch erhalten bleibt in Bezug auf seine Zukunftsgestaltung. Denn das ist ja die soziale Absicherung, von der Sie auch gesprochen haben. Wenn ich heute über Leistungssport Finanzierung spreche, ist der wichtigste Punkt zunächst einmal die soziale Absicherung des Athleten, der ja quasi 10, 15 Jahre seines Lebens für die Gemeinschaft, für die Sportgemeinschaft auch opfert. Und man hat uns also zugesagt, man würde prüfen. Erstaunlich schnell haben wir eine Nachricht bekommen. 8 Tage später kam also prompt die Information, der Junge könnte also Stelle antreten. Es sei auch unserem Wunsch Rechnung getragen worden, dass er eine Stelle bekäme, die ausbaufähig ist. Wir haben uns sehr herzlich bedankt und um die Modalitäten gebeten. Und da ist uns gesagt worden, spielt gar keine Rolle. Er muss nur so schnell wie möglich nach München fahren, um sich in München dann den Arbeitsplatz anzusehen, um dort dann in 14 Tagen auch antreten zu können. Meine Damen und Herren, dieses ist das bezeichnendste Beispiel für die Berliner Situation. Man hat also mit dem entsprechenden Vorstand gesprochen und der Vorstand, der nicht in Berlin anwesend ist, hat also so entschieden und der Boxer war wahrscheinlich also für München auch sehr attraktiv. Dieses Beispiel ist einige Jahre her, aber nichtsdestotrotz aktuell. Wenn ich also eins noch deutlich sagen darf, dass es also nach unserer Übersicht annähernd 30 Firmen gibt, die sich mehr oder weniger aktiv für den Berliner Sport engagieren, 30 Firmen in unserer Stadt, dann halte ich dieses für erschreckend wenig. Lassen Sie mich das so deutlich sagen. Und grundsätzlich ist man ja immer, man spricht immer dort, wo alles schon katholisch und evangelisch ist, hält man also Überzeugungsarbeit. Ich brauche nicht gegenüber der Firma Engelhardt eine Überzeugungsarbeit zu halten. Nein, die Überzeugungsarbeit muss natürlich bei denen geleistet werden, die hier nicht sitzen. Bei Ihrem Nachbarn, bei Ihrem Freund und Bekannten, der vielleicht auch etwas für den Sport tun kann. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich das nochmal aufgreifen, was der Otto Ziege hier angeschnitten hat, was ich vielleicht noch mal ein bisschen ausweiten muss. Berlin muss attraktiv sein im Bereich der Wirtschaft, keine Frage. Davon hängen die Arbeitsplätze ab, davon hängt unser ganzes Leben ab. Davon hängt letzthin natürlich auch das Steueraufkommen ab, davon hängt auch, wenn Sie so wollen, der Sport ab. Berlin muss attraktiv und eine Vorbildfunktion im Wissenschaftsbereich haben. Berlin muss attraktiv sein im kulturellen Bereich. Und Berlin, haben wir gesagt, und wir, der Sport hat dieses in die Diskussion geworfen, Berlin muss als Sportstadt eine Alternative darstellen zu anderen großen Städten in der Bundesrepublik, gerade in der besonderen Situation. Aber ich habe den Verdacht, dass man hier einseitig Akzente setzt, und zwar seit einigen Jahren im kulturellen Bereich, in für mich überzogener Weise. Und ich kann also mich davon auch nicht überzeugen lassen, dass also mit gewaltigen Aufkommen Bauwerke erstellt werden, wo ich und engsten Freunde von uns sich auch noch Mühe geben, sie dann im Bau oder kurz vor der Fertigstellung einmal anzusehen, um zu sagen, ist das also nun wirklich die bescheidene Bauweise, die man immer dem Sport zumutet und als Auflage macht.
ist es tatsächlich die bescheidene Bauweise. Und es gibt ja auch die interessanten Vergleiche. Was zahlt die öffentliche Hand für einen staatlichen Theaterplatz? Jetzt würden mir hauptsächlich auch die privaten Theater natürlich sehr, sehr zustimmen. Was zahlt die Stadt bzw. der Staat für einen Platz in der Oper oder der Philharmonie? Was zahlt der Staat und die öffentliche Hand für einen Sportzuschauerplatz im Verhältnis gesehen, meine Damen und Herren? Ich möchte eigentlich schließen mit einer Nachricht, die den Herren sicher große Freude bereiten wird, die sich auch mit Werbung zu beschäftigen haben. Die Volksrepublik China veranstaltet, um also den wirtschaftlichen Anschluss zu bekommen, so muss man es ja wohl formulieren, eine ungeheure internationale Kampagne. Gerade in den Vereinigten Staaten, und es wird also wahrscheinlich auch auf Europa dann überfließen. Und mit was werben sie, die Chinesen? Chinesen werben jetzt verstärkt mit berühmten Tischtennisspielerinnen und Spielern, mit Turnern, mit Gymnasten, also Leuten, die Gymnastik treiben. All dieses, der Sport als ein gesundes Lebensziel, wird eben in eine Verbindung gesetzt mit einer aufstrebenden Wirtschaft. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, weshalb man, dies gilt übrigens von Ihrer Firma und eben, ich sage immer, man redet da, womit alle schon katholisch sind in der Kirche, von Ihrer Firma einmal abgesehen, viele Firmen haben meines Erachtens die Werbemöglichkeiten noch nicht erkannt, die man im Sport doch sehen kann. Und ich kann also nur mit Nachdruck appellieren, erkennen Sie in dieser Stadt auch die Werbemöglichkeiten an die Wirtschaft, an die hiesige Wirtschaft, an die Zentren, die im übrigen Bundesgebiet sitzen, erkennen Sie die Chance. Die junge Stadt zeichnet sich letzthin aus durch den Sport, nicht unbedingt durch alle kulturellen Dinge, die man zum Teil hochjubelt. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Eines der vielen und bekannten Manfred von Richthofen-Plädoyers für den Sport, nicht nur in dieser Stadt, aber eben auch in dieser Stadt. Uwe Seeler, ich möchte das, was Herr von Richthofen gesagt hat, in keiner Weise mehr auseinanderpflücken. Da ist eben, wie gesagt, nichts zu sagen. Das ist die Tatsache. Aber was mich ein bisschen nachdenklich macht, ist nicht unbedingt nur das fehlende Engagement großer Firmen, großer Industriebetriebe, sondern vielmehr auch das Fehlen von Engagement bei kleinen Unternehmen, die natürlich die Chance haben oder nicht die Chance haben, an Boris Becker heranzukommen oder an den FC Bayern München. Aber sie haben doch die Möglichkeit, mit Sportlern aus ihrem Bereich, aus ihrem Gesichtskreis zu werben. Ist da nicht eine ganze Menge versäumt worden, weil man solche Betriebe, solche Wirtschaftsbetriebe, kleine Wirtschaftsbetriebe und mittlere Wirtschaftsbetriebe nicht anspricht? Ja, ich meine, das kann ich natürlich jetzt hier nicht so beantworten. Ich meine nur das, was eben gesagt worden ist von dem Boxer, dass man ihm, wenn er Leistung bringen soll, den Rücken frei hält. Und zwar nicht nur, dass er einen Arbeitsplatz hat, sondern den auch über seine aktive Laufbahn hinaus. Ich glaube, das ist ja allgemein wichtig. Aber was, glaube ich, hier das Hauptthema nur sein kann, dass man allgemein die Wirtschaft zur Förderung des Sports mobilisiert, und da mache ich keine Unterschiede zwischen kleinen, großen oder mittleren Unternehmen. Ich meine, alle muss man ansprechen, aber alle muss man ansprechen, auch bereit zu sein. Und ich glaube, das ist noch in Deutschland, aber auch sicherlich hier in Berlin das Hauptübel, anzusprechen, in der Jugend schon bereit sein, den Sport zu fördern. Denn was fehlt uns denn heute? Und ich glaube, in allen Sportarten, ich spreche nicht nur vom Fußball, es fehlen uns die Persönlichkeiten. Wir sprechen doch überall, wir brauchen Persönlichkeiten, die wieder die breite Masse mitzieht. Und überall dort, wo wir Persönlichkeiten haben, geht es im Sport aufwärts, egal wie. Und ich meine, da muss man unten anfangen und da muss die Wirtschaft bereit sein, auch da, wo es noch nicht ganz so werbeträchtig ist, den Sport zu unterstützen. Und als Äquivalent muss man ihm dann aber auch sagen, wenn der eine oder andere rauskommt, hast du ihn auch dann vermehrt einmal für die Werbung zur Verfügung. Ich glaube, da macht man noch zu wenig, dass man den Firmen das eben auch schmackhaft macht. Und nur dann, meine ich, wenn man schon bereit ist, von den Firmen in der Jugend, im Allgemeinen im Sport,
zu unterstützen, auch wenn es noch nicht so werbeträchtig ist, erst dann haben wir die Chance, ganz oben wieder mitzuspielen. Ich glaube, das ist das Hauptübel, was noch nicht erkannt ist, was aber auch, was Sie richtig sagen, sicherlich von vielen Vereinen noch nicht intensiv genug vorgetragen wird bei den einzelnen Firmen. Man kann nicht verlangen, dass man zu einer Firma geht und die nun gleich Ja sagt. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen Pionierarbeit machen. Aber ich halte es für richtig, wenn das vermehrt gemacht wird. Und ich meine, dass man dann hier und dort, wenn man das richtig vorträgt, auch Erfolge haben wird. Sicherlich ist es für die Sportarten, die nicht so werbeträchtig sind, schwieriger. Aber ich glaube, auch da muss man das im Verbund sehen und eben die Wirtschaft davon überzeugen, dass auch dort eine Werbung für den Sport einfach wichtig ist. Recht schönen Dank, Uwe Seeler. Ich will Ihnen etwas vorweg verraten, damit Sie vielleicht nicht unausgesprochene Dinge nachher mit nach Hause nehmen. Wollen wir nach einer Pause, die wir noch jetzt nicht machen müssen, aber ein bisschen später machen wollen, wollen wir nach einer Pause Ihnen Gelegenheit geben, Fragen oder auch Diskussionsbeiträge, die Sie stellen oder loswerden möchten, ins Mikrofon zu sagen. Und die Herren, die hier oben am Tisch sitzen, werden Ihnen diese Fragen sehr gerne beantworten. Es muss nicht nur sich dabei um Sport und Wirtschaft drehen, es darf sich, aber Sie können gerne auch Uwe Seeler fragen, warum der HSV neulich so mächtig verloren hat. Das ist gar kein Problem. Aber das bitte erst nach einer Pause. Lassen Sie uns jetzt noch ein wenig über Sport und Wirtschaft reden. Otto Ziege, ich glaube, der Präsident deines Berliner Verbandes, ich sehe eine ganze Reihe von Freunden aus anderen Sportarten, nicht nur aus dem Radsport oder aus dem Fußball, die dort unten sitzen. Und sie werden sich nachher möglicherweise zu Wort melden. Der Präsident eines Sportverbandes in einer Stadt wie Berlin hat das, was Manfred von Richthofen eben angesprochen hat, eigentlich als Alltagswerk ständig vor sich. Wie praktizieren die Radsportvereine das, was sie an Werbung, an Wirtschaft, an Zusammenarbeit mit der Wirtschaft machen wollen, machen können? Wie praktizieren sie das? Gehen sie denn wirklich zu den Betrieben und versuchen, irgendetwas auf die Beine zu stellen, oder kommen hin und wieder auch schon mal die Betriebe von sich aus? Da fängt auch ein bisschen die Schwierigkeit an, und zwar der Unterschied zwischen den Vereinen, die eben so geführt werden, ja, wie Wirtschaftsunternehmen, und das sind nur recht wenige, die wirklich die Kenntnisse haben und sie auch versuchen umzusetzen. Wir haben zwei Vereine, Charlottenburg und Opel Schüler, die es in der Art praktizieren und mit Erfolg praktizieren, weil es ihnen gelingt, dass sie ja durch Eigeninitiative und durch Geschäftsfreunde und durch eigene große Beiträge die Finanzgrundlage zu schaffen, um wirklich einen Stall aufzubauen mit Fahrern aus Berlin, möglicherweise einige Verstärkung aus der Bundesrepublik, die das Material besorgen, die Reisekosten zur Verfügung stellen. Und dann kommt der Sprung, so sehe ich es jedenfalls, zu den Vereinen, die noch nicht so geschickt sind, die es noch nicht fertig bringen, die Wirtschaft richtig anzusprechen und dort Schritt für Schritt vorzugehen. Und da wäre, glaube ich, auch ein Punkt, früher hatten wir haben auch sicher ähnlich viele Vereine wie vor zig Jahren, aber es hat sich eigentlich so, heute stellt es sich so dar, dass es sehr, sehr starke Vereine gibt und dass es andere Vereine gibt, denen einfach die Mittel fehlen und denen dann auch möglicherweise der ein und andere Fahrer dann weggeht, weil er einfach in dem stärkeren, größeren Verein bessere Unterstützung hat. Und hier wäre einmal etwas eben zu tun, um dem kleineren Verein auch hilfreich unter die Arme zu greifen, dass es ihm gelingt, Finanzen anzuschaffen, dass er damit seinen Trainingsbetrieb verbessern kann, dass dann der Fahrer möglicherweise dabei bleibt und wieder langsam es größer wird, dass nicht möglicherweise eines Tages die Rennsportabteilung, wie es heute in einigen Vereinen schon ist, gar nicht mehr da ist. Aber ich muss auch noch mal unterstützen, was Manfred von Richthofen sagt, der Werbewert, der oft nicht erkannt wird. Wir haben bei der Tour de France hier gehabt die Mannschaft PDM. Und die Mannschaft PDM wird sehr stark finanziert von Philips. Und Philips ist einfach dazu gestoßen, weil man sich einmal die Mühe gemacht hat, zu erarbeiten, welche Sportarten sind wirklich mit die werbewirksamsten. Und da stellte sich heraus, das ist natürlich auch sehr speziell auf die westlichen Länder raus, der Radsport. Der Radsport, der teilweise in Italien, Belgien, Holland zwischen 1 und 2 Stunden täglich übertragen wird. Und so haben die ihre Finanzierung gelöst. Und das wäre eben hier für uns auch sehr wünschenswert, ja?
Und nochmal aber zurück, Kunst und Sport. Wenn ich gestern Abend in einem Gespräch gehört habe, dass also die Festspiele in einigen Dingen eben einzelne Sachen über 100 Millionen Mark kosten. Und wenn ich daran denke, dass es Kritik gab an der Tour de France mit 4,5 Millionen, wo der Großteil dieses Geld wiederum in unserer Stadt geblieben ist und der Werbewert in 80 Länder ausgestrahlt, so großartig war, dann wundert man sich wirklich über den sportpolitischen Sprecher mancher Parteien, die dann da so großen Sturm gegengelaufen sind, aber gegen mehrere 100 Millionen für die Kunst kein Wort sagen. Vielleicht sollten wir aus dem, was der... Ja, danke. Aber das ist nicht nur Berlin-spezifisch, das ist bei uns nicht anders. Das ist sicher nicht nur Berlin-spezifisch, wie der Uwe Seeler sagt. Das ist in Hamburg wahrscheinlich ganz genauso und in anderen Städten auch. Mir ist etwas aufgefallen bei dem, was der Otto Ziege gesagt hat. Und da muss eine Frage an den Präsidenten des Landessportbundes kommen. Wenn man die Wirtschaft mehr und mehr zum Mitarbeiten mit dem Sport anregen will, Manfred von Richthofen, müsste dann nicht beispielsweise in den Vereinen, auch im kleinen Verein, erst einmal eine Schulung der Vorstände, der Mitarbeiter erfolgen, denen man klar machen müsste, denen man Wege aufzeigen müsste, wie man da vorgehen kann. Denn da wird sicherlich durch Unerfahrenheit, durch Nichtwissen eine ganze Menge Porzellan zerschlagen, ehe man es überhaupt so richtig auf dem Tisch hat. Herr Mönch, wir sind ja froh, wenn wir überhaupt Mitarbeiter haben, geschweige denn die nun noch Zeit zu schulen. Ein anderes Problem des deutschen Sports überhaupt ist die mangelnde Mitarbeit im ehrenamtlichen Bereich. Das soll man also auch aussprechen. Wir können also jedem, der sich der Gemeinschaft zur Verfügung stellt, ohne dass er dafür bezahlt wird, nur herzliches Dankeschön sagen. Und bei der größten Organisation in dieser Stadt und auch in der Bundesrepublik, im deutschen Sport, gibt es eben Zehn- und Hunderttausende, die dieses erfreulicherweise tun. Wir leiden also darunter. Das gleiche Klage führt das Deutsche Rote Kreuz, karikative Organisationen, die sich beklagen über mangelnde Mitarbeit. Man ist eben bereit, für sich, für seinen engsten Kreis etwas zu tun, aber man ist nicht mehr bereit, für die Gemeinschaft etwas zu tun. Dies ist natürlich auch ein Anliegen, was man, so man ruhig mal sagen, in unserer satten Gesellschaft auch zu beklagen hat. Insofern ist es bei den Mangel an Mitarbeitern nun natürlich angebracht, sie zwar noch zu schulen, damit man möglichst gute hat. Ich teile Ihre Auffassung und sicher wird man da noch einiges nachholen müssen. Ich darf noch mal sagen, die Zusammenarbeit Sport und Wirtschaft kann gegliedert werden in zwei Bereiche. Nämlich das eine ist die Zusammenarbeit im Bereich des Hochleistungssports. Da haben manche Firmen dann noch größeres Interesse. Und die Zusammenarbeit der Wirtschaft mit dem einzelnen Verein, hauptsächlich dem mittleren und dem kleinen Verein. Beides brauchen wir. Beides brauchen wir. Das eine wird das lukrativere sein, das andere ist für die Wirtschaft das eben ungleich mühevollere. Mühevollere und das auf die Zukunft setzende. Aber wenn ich noch mal zu dem Hochleistungssport etwas sagen darf, meine Damen und Herren, all dieses kann man aussprechen vor ein paar Jahren, wäre man vor alle möglichen Sportgerichte gekommen und ich hätte also sicher alle Positionen morgen schon verloren durchs NOK. Heute ist man im Hochleistungssport und zwar ganz gleich, ob jetzt in einer werbewirksamen Sportart, nehmen wir also Fußball, Handball, vielleicht noch, also Tennis in jedem Fall, und nehmen wir also völlig werbeunwirksame Sportarten wie modernen Fünfkampf, welche Senderanstalt latscht bei fünf verschiedenen Disziplinen, verschiedenen Anlagen mit und gibt sich da die Mühe, vor 40 Zuschauern eine Übertragung sicherzustellen. Ich will es noch mal sagen, so ist die Spanne. All diese sind Vollprofis, und zwar nicht Vollprofis der Bezahlung nach, sondern sind Vollprofis ihres Zeitaufwandes wegen, meine Damen und Herren. Und die gilt es zu unterhalten, wenn wir international mithalten wollen. Es ist doch kein Geheimnis mehr, dass ein Trainingsschnitt von 4 bis 5 Stunden heute in den Sportarten selbstverständlich ist. Und hier sage ich wirklich, den Staat sollte man nicht weiter strapazieren, und zwar nur dann strapazieren, wenn wirklich alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Der Staat sollte sich konzentrieren auf Veranstaltungen, der Staat sollte sich
konzentrieren auf die Stellung von Sportanlagen, Unterhalt von Sportanlagen. Aber der Unterhalt von Sportlern und die Finanzierung, die notwendige Finanzierung des Sportlers ist nur notwendig mit Unterstützung der Wirtschaft. Ich hätte auch Bedenken, meine Damen und Herren, ich hätte auch Bedenken, wenn wir vom Staat bezahlte Sportler hätten. Mir ist die Partnerschaft Sport und Wirtschaft frei und unabhängig lieber als in diesem heiklen Punkt die Abhängigkeit des Staates. Schön, dass diese Worte Ihren Beifall finden. Uwe Seeler hat dazu noch direkt etwas zu sagen. Ja, ich muss sagen, diese Worte, dem kann man nichts mehr hinzuzufügen. Aber was mich viel mehr noch bedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, was mal nicht das Geld angeht, sondern was mal hier unseren Staat angeht. Ich erlebe und lese immer mehr und erlebe es auch leider in Hamburg, dass ja nicht nur das Geld eine Rolle spielt, wenn man junge Leute zum Sport führen will und nach Möglichkeiten auch möchte, dass sie später in der Leistung so sind, dass sie international mithalten können. Aber wenn wir hier mittlerweile so weit sind im Staat, dass auf jeder Grünanlage betreten verboten steht, dass Sportanlagen geschlossen werden, weil sich zwei Leute beschweren, weil das etwas zu laut ist, dann meine ich, dann sind wir auf einem ganz verkehrten Weg. Und das ist das größte Hindernis, was wir zurzeit haben, dass wirkliche Sportanlagen gesperrt werden oder Uhrzeiten gegeben werden, wann dort gespielt werden darf oder wann dort trainiert werden darf und wann nicht. Ich meine, dann frage ich mich, in welchem Land lebe ich eigentlich? Und da muss der Staat aber ganz schnell handeln. Und nicht nur immer vertagen. Das ist die größte Wichtigkeit. Und es ist auch ein Unding. Und ich bin so groß geworden, ich konnte Gott sei Dank noch auf der Straße, wie man so schön sagt, bolzen. Und zwar dann, wenn ich Zeit hatte. Ich brauchte nicht jetzt lange reisen. Aber wenn ich sehe, dass auf allen Grünanlagen, wunderschönen freien Plätzen, man braucht ja nicht alles preisgeben, aber betreten verboten steht und die Jungs nicht mehr austoben können, dann meine ich, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir keine Talente oder keine guten Leute mehr hervorbringen. Denn zweimal oder einmal in der Woche Training, die ja in kleinen Vereinen manchmal nur angesetzt werden, das reicht einfach nicht. Das reicht einfach nicht. Also ich muss mehr tun und muss dem Kind die Möglichkeit geben, auch vor der Haustür, im Garten oder im Park, wer weiß auch wo immer, zu spielen, zu trainieren und das zu machen, was ihm Spaß bringt. Nur dann, meine ich, ist er auch später im Verein zur Höchstleistung bereit. Und wir brauchen nun mal den Spitzensport, um auch den Breitensport eben dann mehr in den Vordergrund zu bringen. Der Breitensport braucht den Spitzensport, der Spitzensport braucht den Breitensport. Und ich glaube, das ist so alt, solange wir Sport treiben. Das ist einfach unbedingt wichtig. Schönen Dank, Uwe Seeler. Dieses eben angesprochene Thema wird im Übrigen im September an der Gedächtniskirche wieder einmal Gelegenheit oder Gegenstand einer Protestaktion des Landessportbundes sein. Und da wird man also demonstrieren für diese Dinge, die Uwe Seeler eben angesprochen hat. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut so. Willi Holdorf, ich habe eine Frage an Sie. Mir ist bei all dem, was wir gesagt haben, immer wieder das Wort Fernsehen untergekommen. Das ist ganz normal. Jeder Sponsor, der aus der Wirtschaft kommt, schielt in allererster Linie natürlich auf das so werbeträchtige Medium Fernsehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das geht auch gar nicht anders. Das sehen wir auch alle ein und das wissen wir. Aber nun kann nicht jeder Sponsor, der irgendwo ein paar Mark hineinsteckt, ob es nun vom guten Willen her ist oder ob es also dann schließlich und endlich wirklich in barer Münze ist, kann verlangen, dass er nun grundsätzlich mit all seinen Darbietungen oder mit den von ihm gesponserten Leuten ständig im Fernsehen ist. Ich glaube, Willi Holdorf, es gibt noch ganz andere Gelegenheiten, ganz andere Möglichkeiten für Sponsoren, ihre Werbung zu verwirklichen, als nur eben das Fernsehen, wenn wir das natürlich auch keineswegs aus dem Auge verlieren sollen. Das ist ein bisschen wie Gedankenübertragung, wie abgesprochen. Ich wäre mit diesem Thema zwar nicht Fernsehen, ich wollte gerade sagen, wir haben Sport, Wirtschaft, wir haben die Presse, das Zusammenspiel mit der Presse ein bisschen außer Acht gelassen. Fernsehen ist natürlich das Lukrativste. Auch das Fernsehen hat ja lange gebraucht, um über diesen Schatten zu springen. Genau wie der DSB lange gebraucht hat, über diesen Schatten zu springen. Das brauchen wir aber nicht mehr. Die Zeit hat uns überholt und man hätte es vielleicht eher noch machen können. Aber das muss alles reifen. Aber der kleine Verein hat natürlich die Möglichkeit, in seinem kleinen Rahmen, wenn er mit einem Taxiunternehmen, mit einem Autounternehmen oder mit wem auch immer zusammen hat. Ich rede jetzt nicht von Berlin von klein, sondern von einer Kleinstadt, vielleicht von 10.000 Einwohnern, die ja auch ihre Zeitung hat. Wenn ich da natürlich gegen die Zeitung arbeite, gegen den Sportreporter arbeite, deshalb ist das, was hier anklang, vielleicht Schulung der Vorsitzenden, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so diese Tipps,
Ich muss in meinem Leben auch oft 5 gerade sein lassen. Ich kann mit meinen Geschäftsfreunden, der eine, der ist mir sehr, ein sehr guter Freund, der kauft wenig, den anderen mache ich nicht so gerne, der kauft viel. Und ich muss alle einigermaßen behandeln. Und so muss ich als Vorsitzender, kann ich auch nicht mit der Holzhammermethode arbeiten, sondern muss einfach sehen, dass ich da auch meine Brust irgendwo auf dem Bild postiere, wie ich das auch immer anstelle. Das sei mal dahingestellt, dass die Zeitung natürlich gar nicht so viel Interesse dran hat, denn der gleiche Autohändler braucht dafür ja vielleicht keine Anzeige mehr aufgeben. Das muss ich ein bisschen geschickt abwiegeln, aber ich will damit sagen, in jedem Rahmen kann ich, wenn ich das ein bisschen geschickt aufbaue, dies geben und nehmen wieder, ich brauche nicht unbedingt ins Fernsehen. Ne? Und wenn man auch mit dem Fernsehen, die sind ja, muss ich sagen, sehr positiv geworden auf dem Gebiet. Sie haben natürlich in einigen Sportarten, tun sich noch schwer, aber im Grunde genommen ist das untergegangen und es ist auch nicht mehr so eine Werbung, als wie immer drüber geredet wurde. Wie vor 5, 6, 7 oder 10 Jahren das in der Diskussion war, habe ich bei jeder Fernsehsendung geguckt, na, wer macht denn jetzt Werbung? Und jetzt geht das schon mehr unter. Ich kann mich erinnern, ich habe vor, ich glaube, 10 Jahren mal im WDR so eine große Diskussionsrunde im Fernsehen gehabt, da war der Herr Mast von Jägermeister und ich, wir waren die Einzigen, die für diese Dinge bei Mast natürlich verständlich, aber ich habe in diesem Rahmen auch für die kleinen Vereine gekämpft und habe sehr viel böse Briefe hinterher bekommen. Und auch der DSB war damals noch ganz dagegen. Wie groß auf der Brust, am liebsten gar nicht drauf und da kann ich natürlich nichts mit werden. Aber ich glaube, der Sport hat die Sportverbände haben alles geebnet, ne? Die Schranke ist weg. Und die oberen Medien haben die Schranken auch geöffnet. Die kleinen Medien, die muss man sich eben erobern. Und wenn ich durch die meisten Verträge oder Vereinbarungen, würde ich sagen, bei kleinen Vereinen, werden ja erstmal durch persönliche Kontakte geknüpft. Wenn ich dann aber zeigen kann, es kommt was zurück, ist das ein Vertrag auf lange Zeit. Vielen Dank. Ich würde glauben, an dieser Stelle können wir einen Schnitt machen, wie man das im Medium Fernsehen oder Rundfunk tut und sagt. Ich würde meinen, dass jetzt Gelegenheit ist, sich ein bisschen an der Lostrommel zu vergreifen oder besser noch in sie hineinzugreifen. Es gibt ein paar sehr attraktive Preise zu gewinnen und das, was als Reinerlös bei dieser kleinen Verlosung übrig bleibt, das geht in ein Konto oder auf ein bei dieser kleinen Verlosung übrig bleibt, das geht in ein Konto oder auf ein Konto zugunsten der Deutschen Muskelschwundhilfe, in deren Präsidium Uwe Seeler sitzt und Kuratorium und sich sehr, sehr dafür engagiert. Ich finde das sehr schön. Und der Reinerlös, wie gesagt, dieser Verlosung, die Ihnen ein paar Mark aus der Tasche ziehen soll, das sage ich ganz locker, die gehen also auf dieses Konto. Und nach einer Pause vielleicht von einer Viertelstunde werden wir dann hier oben uns wieder postieren, um Ihren Fragen zur Verfügung zu stehen. Mit anderen Worten, wenn Sie zu dem eben angesprochenen Thema, man kann das nicht ausdiskutieren, aber man kann es wenigstens, wie wir es getan haben, anreißen, wenn Sie dazu oder zu anderen Themen, die vier Herren hier...